Jo, es hat sich, seit wir das letzte Mal gespielt haben, ein bisschen was geändert. Ein bisschen viel sogar geändert. Und zwar, zum einen sind wir jetzt auf Stufe 40 mit unserem Charakter, also gerade die Maximalstufe. Mhm. Habe auch das wunderbare Outfit an. Jetzt, ja. Ich hatte ja nur ein Bild von Iron gesehen. Die war komische Bewegung. Welches? Meinst du mein Waschbären? Ne, das Kaninchen, was da irgendwo hinten rumgelaufen ist. Oder meinst du Mickey? Ding fest, echt? Okay, das habe ich gar nicht gesehen. Okay, ein Waschbär. Jo, ich habe auch schon das Dorf ein bisschen umdekoriert. Dem einen oder anderen fällt hier vielleicht auch schon was auf. Also hier wurde jetzt noch nicht so viel geändert. Ich habe einfach nur eine Sache hinzugefügt, eine Sache weggepackt. Das ist jetzt übrigens so, das habe ich hergestellt. Hallo Luna. Weil der Deko wieder vorgeht. Ja. Jächen. So, und wenn wir da hoch zum Dorf gucken, sehen wir auch schon ein bisschen was, was sich geändert hat. Ich dachte, ich muss hier... Also, heute liegt Augenmerk aufs Dekorieren. Gut, auch ein bisschen wieder aufs Farmen, vor allem wenn ich hier das... Hallo. Nein, 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 nein. Vor allem wenn ich hier das Holz sehe. Das Event ist jetzt leider vorbei. Das heißt, wir können leider keine von den Monddingern damit sammeln. Bin gespannt, ob es dann wieder ein Event gibt bald. Ich hoffe es. Das war nämlich cool. Und... Ja. Hier haben wir jetzt übrigens Gofis Haus. Ich muss hier noch einiges umändern. Ja, ja, Dagobert's Laden. Dann habe ich hier meinen Obstbäume hingepackt. Ich weiß noch nicht, ob die da bleiben. Wahrscheinlich. Weil das sieht irgendwie cool aus. Und unser Haus ist weg. Ich habe unser Haus von uns hingepackt. Genauso wie ich Merlins Haus woanders hingepackt hatte. Das hier war ja, hatten wir schon umgeändert. Mir geht's soweit gut, Luna. Und dir? Wobei ich das Haus wahrscheinlich da noch hinpacke. Und so. Jetzt gehen wir dahin, wo ich tatsächlich was geändert habe. Recht. Na gut, viel. Gut, ist relativ, ne? Und zwar habe ich hier angefangen, einen Garten anzulegen. Mit Blümchen. Diese Ecke hier vorne ist, also das hier ist schon fertig. Hier geht es dann noch weiter. Hier ist ein großer Platz. Der Eispalast kommt dann irgendwann da hoch. Und wie gesagt, hier will ich dann jetzt so ein... Das habe ich offscreen ein bisschen gemacht. Hier kommen dann auch wieder die Spaniere hin. Die Seite müssen noch Steinchen. Und hier hinten steht jetzt unser Haus. Und hier werden wir unsere kleine Wohlfühloase hinpacken. Wir haben einen schönen Blick aufs Tal. Aufs Valley, auf die Stadt. Und ja. Und einen kleinen Ausblick auf den Strand. Also wir müssen noch einiges machen. Einiges. Dann habe ich den Laden heute schon halb leer gekauft. Sind jetzt gerade nur noch Sachen da, die ich jetzt nicht so unbedingt haben möchte. Wir haben Zeit. Ich habe auch wieder ganz viele Kürbissamen jetzt geholt. Nicht die Kopfschmerzen sind sonst gut. No. Dann hoffe ich, dass die Kopfschmerzen bald weg sind, Luna. Und es ist auch gut, dass dein Fieber wieder runtergegangen ist. Aber wer braucht schon Stimme? Stimme wird überbewertet. So. Bei den Charakteren, ich weiß gar nicht. Ursula ist jetzt auf 3. Die hatte ich auf 3 gekriegt.
Christoph und Gotel, um die müssen wir uns heute kümmern. Beziehungsweise hier will ich noch den Haferbrei und das Püree irgendwie herstellen. Und für sie will ich dann auch das ganze Zeug haben. Damit wir sie hochkriegen. Es wird aber lange dauern. Dann logischerweise nebenbei einige Aufgaben, die kurz vor der Beendigung stehen. Mit den ganzen Sachen. Also Mickey zum Beispiel. Merlin müsste das sein. Der fast fertig ist. Ja. Merlin. Mickey, Merlin. Dagobert. Und Remy. Stehen ja kurz davor, fertig zu werden. Deswegen, um die kümmern wir uns heute auch noch. Zumindest versuche ich es. Später ist ja noch FF14. Das funktioniert wenigstens. Bisher. Dreamlight ist auch schon fleißig gesammelt für das Update. Ansonsten, wie gesagt, heute recht viel dekorieren. Ich möchte halt als erstes den Walter Tapferkeil komplett fertig machen. Der wird halt komplett so parkähnlich hier angelegt. Was ich auf die Seite mache, weiß ich noch gar nicht. Vielleicht mache ich da ein paar Wohngebiete hin, dann, wenn dann mal, ne, soweit sein sollte. Weil ich gehe mal davon aus, wir brauchen hier irgendwann auch noch mehr Platz für Häuser. Ja. Das lade ich mir auch noch runter. Was denn? Disney? Kleintiere haben wir, glaube ich, nichts dazu bekommen. Kleidungssets. Ich habe auf jeden Fall hier diese Fischerwatthose habe ich dazu bekommen. Hätte ich mir geholt. Das da. Willst du auch Disney spielen? Ich habe mir das hier, dieses Sprossenstiefel-T-Shirt geholt. Ich weiß gar nicht, Sonnenbrille. Das hier war der, glaube ich, dabei. Das Sch Shirt hier. Eins, bevor ich es mir kaufe. Du kannst ansonsten auch warten, bis es nächstes Jahr kostenlos ist. Es kommt nächstes Jahr kostenlos raus. Das ist gerade ja nur im Early Access und, ne? Der einzige Vorteil, der das Kauf oder was der Kauf halt mit sich bringt, ist, dass du es jetzt schon spielen kannst und dass du halt, ne, paar Pets mehr hast, paar Sachen, die du dir dann nicht extra noch nachkaufen kannst. Also ich glaube, außer das Einzige, was natürlich nicht mit dabei ist, das haben nur Vorbesteller, ist das Pet hier. Das Schokokrokodil. Das bekommt man halt nur, wenn man. Na? Sag mal schnell, wenn man es vorbestellt hat. So. Also nicht jetzt im Early Access gekauft, sondern halt wirklich vorbestellt. Gut, und das hier kann man jetzt auch nicht mehr kriegen. Das war im Event. Das Eichhörnchen hier. Kann noch bald. Ja, gut, aber wenn du es hier kaufst, dann macht es ja keinen. Also, ja gut, wenn du es jetzt erstmal antestest, es dir gefällt, dass du es dir dann aber kaufst, dann kannst du es danach ja. Warte, oder? Man kann das Geld auch sparen, wenn man sich gedulden kann. Sag ich mal so. Ich kann mich nicht gedulden, aber es ist halt auch Disney. Aber ansonsten, ich weiß gar nicht, was beim also was beim Kauf mit dabei ist alles. Ich glaube, bei mir waren es hauptsächlich das hier, diese L-Couch. Der Tisch war dabei. Und ich glaube noch drei, vier Sachen. Wie gesagt, das Krokodil war halt nur für Vorbesteller. Das kannst du nicht mehr kriegen, leider. Genauso wie hier diese Sachen kann man auch nicht mehr kriegen. Sind alles Event-Sachen gewesen. War alles Event. Nicht hiervon ist, das ist alles gekauft. Stimmt,
das hier hatte ich mir gekauft. Aus dem Laden von Dagobert. Das hier hatte ich mir noch gekauft. Das war nämlich voll cool. Und ich habe mir einen Wäschekorb gekauft. Eine Venusfalle habe ich mir auch geholt. Sonst, gut, beim Lagunenspiegel war da dabei. Den geschnitzten Holztisch habe ich. Das Ding habe ich mir jetzt endlich, diese Schaufensterpuppe. Und die Lebensmitteltheke, die habe ich mir jetzt auch endlich gekauft. Hoho, die ist voll toll. Ich weiß nur nicht, was ich damit alles anstelle. Wenn ich aber bedenke, wir haben gerade mal 106 von 973 Sachen. Und hier 157 von 716. So, aber... Als allererstes... Nee, da brauche ich mich nicht importen. Port mich jetzt hier einmal hin. Nee, du musst so ein bisschen näher... Okay, du musst so ein bisschen näher hier ran. So. Wie gesagt, dass er drin ist, ist er. Sehr gut. Ich hab dich aber auch mit dabei, oder? Doch, ich habe ja nicht neu gestartet. Müsste ihn eigentlich mit dabei haben. Ja? Nee, ich habe ihn nicht mit dabei. Okay, warte. Oh. Das ist immer verwirrend. Hallo! Lass uns abhängen. Alles klar, Luna, mach das. Jo. Jetzt aber. Noch mal ein bisschen Geld machen vorher. Wenn so viel Sachen, wie gesagt, im Shop brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich möchte halt, glaube ich, noch zumindest war Janas Boot oder sowas noch ein bisschen verbessern. Mal gucken, was wir noch alles verbessern müssen, können, sollen. Machine. Wie lange sie manchmal halt wartet, bis sie weiter rennt. So, das nehmen wir mal mit. Noch ein Bildchen. Eventuell haben wir noch Glück und können sogar noch mal Kürbisse ernten. Weil ich das Spiel schon wieder eine ganze Weile offen habe. Ich glaube mindestens eine Stunde. Schon. Denn 2 bis 2,5 sollten die nächsten Kürbisse, glaube ich, fertig sein. Vielleicht auch 3. Mal gucken. Das, was wir jetzt sehen, wird leider nicht mehr fertig. Und
wie gesagt, ich werde gleich mal gucken, wen von beiden wir mitnehmen. Entweder Christoph oder Gothel. Und dann nehmen wir die einfach zu allem mit. Wir kriegen ja trotzdem ein bisschen Punkte, ein bisschen XP. Wenn wir auch andere Tätigkeiten machen. Habe ich mal erwähnt, dass ich dieses Spiel liebe? Das ist so toll. Das Gute ist, dass ich jetzt gerade nicht gießen muss. Es regnet. Also heute habe ich tatsächlich meinen Regentag erwischt. Achso, und der Grund, warum ich Mickey da eingesperrt habe, ist folgender. Damit er mir die ganzen Items hier nicht um die Ohren ballert, während ich das hier mache. Sondern das erst macht, wenn ich es sage. Das ist bei so großen Sachen halt deutlich entspannter. Also Kleinkram stört mich jetzt nicht. Und wupp. Jede Menge Kürbisse. Seht ihr gleich mal, wie viel sie bringen? Hallo, Kumpel! Okay, so. Mickey, die brauche ich erstmal nicht mehr. Okay, Gothel ist in der Nähe. Wahrscheinlich in ihrem Haus. Vermute ich einfach mal. Ne? Wahrscheinlich geht es jetzt neben mir. Nee. Hey. Wo soll die Frau denn sein, wenn sie... Jetzt ist sie da hinten! Hat sie sich dahin geportet? Okay, Christoph sehe ich auch nicht. Ach doch, da. Aber egal. Wir nehmen Gothel. Ich bin im falschen Haus. Ich habe das Restaurant mit dem Dingens verwechselt. Blaubeerkuchen. Kann ich Blaubeerkuchen schon? Kann ich. Ich habe mir das Spiel jetzt übrigens nochmal für die Konsole gekauft, ne? Das ging nicht anders. Wieso hat das so lange gedauert? Ich hab's jetzt also zweimal. War nur Spaß. Und Stufe 5. Dieses Restaurant ist toll. Ja. Einfach nur toll. Wir haben die tolle Frisur. Hallo. Tagesschau weiß, ich verziehe nicht alle Antworten, die ich mir erhofft hatte. Sie weist dir wirklich auf die nächsten Schritte hin. Ich habe eben das erste übersprungen. Um den Sonnenstein zu finden und die große Weide wiederherzustellen. Es geht immer wieder um Macht und Magie. Bla bla bla. Aber dann steht da, dass die restlichen Hinweise in einer Grotte im Tal liegen. Und nur das Feuer eines Gegenstandes namens Sonnenlichtfackel kann sie sichtbar machen. Warum dachte ich mir, dass du das machst? Weil ich süchtig nach diesem Spiel bin? Und wo cool, Hallöchen. Und einen schönen Tag dir. Ich hoffe, es geht dir gut. Eine Fackel herstellen. Klingt einfach. Ich wollte dich nicht mit etwas zu kompliziertem verwirren.
Nun, oh Gott, was kommt jetzt? Wir müssen drei davon haben. Eine für jeden Meilenstein des Tages. Morgengrauen, Mittag und Sonnenuntergang. Du wirst etwas magischen Stoff brauchen, der als Brennstoff dient. Aber dann habe ich dir, den habe ich dir schon besorgt. Zerbrich dir nicht den Kopf über das Rezept. Ich habe es dabei. Außerdem musst du einige Edelsteine finden. Zitrin, Aquamarin und Granat. Die Meilensteine des Tages symbolisieren. Wenn du das alles hast, stelle die Sonnenlichtfacke her und komm sofort zu mir zurück. Und jetzt husch! Gut. Jetzt mir geht's soweit auch gut. Du immer auf mich hören musst. Mir geht's soweit auch sehr, sehr gut. Bisschen entspannt Business spielen. Ich weiß nicht, ob du das Spiel kennst, ob dir das was sagt. Aber ich dachte, bevor wir nachher mit Final Fantasy weitermachen, machen wir ein bisschen was Entspanntes. Was braucht die Alte denn? Chilischoten, ich hab grad keine. Kapuzinerkäse hab ich auch nicht. Kürbissuppe. Ja, also. Mit den Kürbissen, die habe ich gerade verkauft. Gut. Ja, kenn es. Weißt du, dass ja, viele kennen das Spiel noch gar nicht. Deswegen frage ich immer lieber. Gut, ist aber auch nicht für jeden was. Das ist halt ja so Stardew Valley, Animal Crossing mäßig. Die Blumen zählen immer noch nicht, ne? Das, ja. Wir können jetzt ja in der Weltgeschichte rumeiern und sammeln. Könnt die Frau auch einfach, wie gesagt, wieder irgendwo stehen lassen? Egal. Lassen Sie mal mit uns rumlaufen. Also unsere heutige Aufgabe besteht eigentlich darin, ein paar Freundesquests fertig zu machen. Von den Kandidaten, die hier gerade so rumstehen. Und dass wir ein bisschen weiter dekorieren. Das auch nicht, aber wollte mal reinschauen. Ja, das ist lieb. Ja, wie gesagt, das ist halt recht entspannt. Das ist halt, wir sammeln, wir craften. Bisschen Disney-Charaktere kennenlernen, paar Aufgaben für die erledigen und grob gesagt die Welt retten mal wieder. Wie man es eigentlich aus Disney und so weiter kennt. Die Welt wurde von komischen Nachtdornen überschüttet und wir müssen jetzt halt das Dorf retten, unsere Freunde zurückholen. Das Übliche halt eigentlich, ne? Bin immer in Richtung Horror unterwegs. Ja, das ist bei mir zum Beispiel nicht ganz so. Ich bin ein verdammt großer Angsthase. Ich bin ein sehr großer Angsthase. Ja. Ich glaube, das letzte Horrorspiel, was ich gespielt habe, war Man of Medan. Und das habe ich noch nicht mal allein gespielt. Da war jemand mit dabei. Wobei geplant ist, dass wir Little Hope dieses Jahr spielen. Ich weiß nicht, ob es bei der Person klappt. Also gesundheitlich ein bisschen angeschlagen ist und durch die Arbeit und so. Mal gucken. Nein, wer soll das schaffen? Oh. Okay. Aber wie gesagt, das wäre geplant. Hätte ich perfekt auch. Nee, danke, lass mal. Also wie gesagt, Horror ist halt so gar nicht meins. Das ist, ich sag mal so, ich gucke gerne zu bei Leuten. Aber ich kann weggehen. Wenn ich gezwungen bin, das zu überstehen, dann sieht das immer so ein bisschen... Es quetscht mir zu sehr da durch die Haare, durch die Flügel durch. Wie gesagt, anschauen tue ich mir das immer... Oh Gott, das ist furchtbar. Tue ich mir das immer recht gerne. Ich kann halt entweder auf Pause drücken, kann vor- oder zurückspulen oder halt einfach weggehen. Mach ich erstmal. Merlin. Also wie gesagt, ich bin echt ein großer Schisser. Auch Horrorfilme, ganz furchtbar. Sowas wie zum Beispiel Walking Dead und Resident Evil, das geht schon wieder. Das ist für mich auch kein richtiger Horror. Das geht tatsächlich.
Kann ich mitarbeiten? Aber nee. Vieles andere. Alter, Dona, halt doch mal den Sattel. Vieles andere ist wird Quatsch. Beim Lesen, also wenn es um Bücher lesen geht, dann sieht das schon wieder anders aus. Das mache ich dann wiederum ganz gerne. Das ist doch komisch. Aber nachdem ich damals den Film S gesehen habe, nein. The Grudge war auch ganz, ganz schlimm. Genauso wie The Ring. The Ring war auch furchtbar. Ich hab's gehasst. Visage was für dich? Nee. Nee. Nee, nee, nee. Das wollen mir ganz, ganz viele Leute aufdringen. Ich, ich glaube, selbst wenn man mir das Spiel schenken würde, ich würde es wieder zurückgeben. Ich würde das nicht. Nee. Da kriege ich keine 10 Pferde zu. Das ist aber doch furchtbar. Wie gesagt, zusehen tue ich echt gerne. Aber, nee. Wie gesagt, Man of Medan und Little Hope und sowas, das ist dann auch schon wieder grenzwertig. Ich glaube, doch auf YouTube habe ich die Stream-Wiederholung vom letzten Halloween. Es waren sehr lange 4 Stunden. Sehr, sehr lange 4 Stunden. Ich habe mir tatsächlich das erste Mal in meinem Leben gewünscht, dass dieser Stream vorbeigeht. Das war furchtbar, obwohl ich nicht alleine war. Das war so furchtbar. Und die andere Person hat halt immer dann mitgeschrien, weil ich geschrien habe. Und hat dann irgendwann auch nur gesagt, Alter, ich würde mich nicht erschrecken, wenn du nicht so oft schreien würdest. Ich so, ja, es tut mir leid, ich kann nicht. Das ist nee. Ganz, ganz furchtbar. Scheiße, mein Inventar ist voll. Und wie gesagt, bei anderen gucke ich gerne zu. Ich sehe gern, wie andere leiden. Ich glaube, das macht sich besser. So. Ja, ich bin ein bisschen farmsüchtig. Ich habe jetzt zigtausend Pflanzen. Sämtliche Kisten sind voll. Aber ich habe heute gesehen, bei anderen Streamern, die haben sogar noch mehr. Das, was ich habe, ist hier gar nichts. Nein, das war doch falsch. Das war ganz, ganz falsch. Kieselsteine. Vor allem hier die ganz normalen Steine brauche ich heute. Den Rest kann ich verkaufen. Gehen wir was zu essen machen. Mach das. Dann lass es dir auf jeden Fall schmecken. Und vielen, vielen lieben Dank für dein Lurk. Also die letzten Äpfel kann ich für die Eichhörnchen gebrauchen. So, die 12 lasse ich. Brauche ich für die Waschbären. Ja, man kann ja auch so Tiere überreden, dass sie bei einem bleiben. Liebe Tiere. Knoblauch. Okay. Kann ich eigentlich... Okay, ich kann meinen Inventar erweitern, das mache ich auch. Haha! Wir haben volles... Ja, und so. Es ist leerer. So, habe ich damit jetzt alle Steine? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob wir damit alle Steine haben. Wir schauen einfach mal. Wir schauen einfach mal. Das dann nehme ich noch mit. Wie hübsch!
bei ihr gibt es dann den Spiegel. Alles klar. So, ich muss heute auf jeden Fall noch ein bisschen Hartholz sammeln. Brauche noch mehr von diesen Wegen. Aber ich glaube, ich habe sogar noch genug. Ich will dann hier auch noch so einen Weg reinmachen. Der hier soll dann, ich glaube, ja, ungefähr bis hierhin gehen. Dann kommt, wie gesagt, dieser Weg hier. Und hier hätte ich eigentlich gern was aus Kieselstein oder sowas. Muss gerade mal gucken. Werkbank. Kopfsteinpflaster. Goldene Kopfsteinpflaster ist ein bisschen... Naja. Das hier wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber so natürlicher Steinpfad halt auch, ne? Mal gucken. Und hier unten hatte ich mir jetzt gedacht, in der Stadt, dass ich hier größtenteils mit dem Stein da arbeite und mit, das hatte ich nämlich auch irgendwo gesehen, mit den Eisenspitzen, das dann halt so ähnlich wie, ich sag jetzt einfach mal London, dass wir das da so ein bisschen anrichten. Ich glaube, das könnte ganz gut werden. So, Miki, wir gehen einmal ganz kurz zu deinem Örtchen. Hallo, dich möchte ich ja mal nähren. Du hast ja sonst nichts. Ein Kleintier. Ein Kleintier will nicht. Jetzt. Frisches! Na? Noch am Arbeiten? Wollt ihr nicht eigentlich ins Schloss gehen? Ich glaube, da war was, ne? So, Richtung Schloss. Na, Schatzi. Habt ihr dein Essen fertig vorbereitet? Da muss ich nicht hin. Hier muss ich hin. Da ist die geheime Tür. Ich hoffe, es schmeckt hier. Also ich habe mich vorhin ins Essen reinlegen können. Für mich habe ich für morgen auch noch eine Portion übrig gelassen. Mit ganz vielen Sachen aus dem eigenen Garten. Ich bin mal gespannt, was du sagst. Jo. Dann betreten wir mal die geheime Tür. Wie wär's, wenn wir was gemeinsam unternehmen? Nein, ich wollte den Raum nicht verlassen. Oh. Okay. Ein Märchenbuch. Ein Märchenbuch über einen Prinzen in Not und eine Maid, die ihn rettet. Okay. Lager öffnen. Tee der Springkraut. Gereinigte Nachtscherben. Oh. Minis Punktmusterhandbuch. Wer hätte gedacht, dass es so viele Variationen gibt? Okay, da ist auch noch was. Alter! Paradies hier. Aufenthaltsraum. Okay. Zerfleddertes Buch. Dieses Buch wurde sehr oft gelesen. Jemand hat einen Turm auf die erste Seite gemalt. Okay. Hier hinten ist auch noch was. Dagoberts Bilanzbuch. In diesem Buch sind Dagoberts Bilanzen von vor dem Vergessen aufgelistet. Anscheinend hat er viele Verkäufe und Profite erzielt. Nett. Jetzt muss ich nur noch Miki wiederfinden. Wir haben Miki verloren. Und ich habe wieder ganz viele neue Sachen zum Anpflanzen.